Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Desiree vom Blog Romantic Book Fan und ich habe eine neue Rezension für euch. Und zwar habe ich dieses Schätzchen hier gelesen, Schlaflos in Manhattan von Sarah Morgan. Wer vielleicht ab und zu auf meinem Blog vorbeischaut, der weiß, dass ich Sarah Morgan sehr, sehr liebe. Ich habe sie sogar mal persönlich getroffen, letztes Jahr auf der Love Letter Convention in Berlin. Und hatte auch eine Stunde Zeit, mit ihr und anderen Bloggern zu plaudern. Und sie ist wirklich eine super sympathische Frau. Total lustig und offen. Und ich mag es, also der Eindruck war super. Und das passt auch zu den Büchern, die sie schreibt. Die finde ich nämlich auch sehr toll. Und Schlaflos in Manhattan ist jetzt der erste Teil einer neuen Serie von ihr. Und es geht um drei Freundinnen in Manhattan, wie der Titel schon verrät. Und zwar geht es um Paige, Eva und Frankie. Paige ist in dem Fall die Hauptprotagonistin des Buches und ihr großer Traum war es schon immer, in New York zu leben. Sie hat eine schwere Herzerkrankung hinter sich, war viel krank in ihrer Jugend und sie wollte unbedingt weg aus dem kleinen Ort, von der kleinen Insel, wo sie lebt. Penguin Island übrigens, die andere Serie der Autorin. Also kleine Verknüpfung ist vorhanden. Und sie wollte schon immer in die Großstadt, wollte auch so ein bisschen in der Anonymität der Menschen verschwinden und wollte einfach ihr eigenes Leben leben. Ohne dass eben ihre sehr fürsorglichen Eltern oder aber auch bekannte Freunde, die man ja auf dieser kleinen Insel, jeder kennt jeden, automatisch hat, dass sie immer fragen, wie geht's dir denn und gibt's was Neues oder sonst was. Deswegen liebt sie auch Manhattan und New York total. Und sie arbeitet zusammen mit Eva und Frankie, ihren beiden besten Freundinnen, in einer Eventagentur. Und den Job, den liebt sie auch. Sie liebt es zu organisieren, sie liebt es mit Menschen zu arbeiten und sie hofft jetzt auf eine Beförderung. Ja, wie ihr euch denken könnt, geht das mal so grundsätzlich total und absolut schief. Und plötzlich ist sie arbeitslos und hat wirklich Angst, pleite zu gehen, denn New York ist sehr, sehr teuer. Komplettiert werden diese drei Freundinnen noch durch andere Charaktere. Da ist einmal Matt, das ist Paige Bruder, der als Architekt arbeitet und auch schon länger in New York lebt. Und dann gibt es da eben noch Jack, Matts besten Freund. Und Jack und Paige, aber auch Eva und Frankie, kennen sich auch schon seit Kindertagen. Jack weiß auch von der Erkrankung, er hat sie damals auf dem Krankenhaus besucht. Und die beiden verbindet so eine kleine Vergangenheit, weil Paige eben damals total in Jack verknallt war. Und aber wie ihr euch denken könnt, ging das auch total und komplett schief. Und seitdem sind sie Freunde, aber ja, Paige ist einfach nicht mehr so entspannt in seiner Gegenwart, weil sie einfach ihre Gefühle jetzt nicht total vergessen kann und sich immer noch fragt, was damals eigentlich so total schief gegangen ist. Aber Jack ist eben ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat es auf jeden Fall geschafft. Und er ist auch derjenige, der jetzt versucht, die drei Freundinnen zu ermutigen, was anderes auf die Beine zu stellen, was Neues zu machen. Und damit hat er auch tatsächlich Erfolg. Soweit möchte ich mal was zur Story verraten. Ja, zu den Freundinnen, das finde ich natürlich super. Also wer liebt nicht seine beste Freundin oder beste Freundinnen im besten Fall sogar, die mit einem durch dick und dünn gehen, denen man alles erzählen kann. Genau solche Freundinnen sind Paige, Eva und Frankie. Die drei wohnen auch zusammen, wobei Frankie eben eine abgetrennte Wohnung unten hat und Eva und Paige im zweiten Stock entsprechend zusammenleben in einer größeren Wohnung, sich aber auch treffen auf dem Balkon oder Filmabende machen oder sich einfach ihr Herz ausschütten. Und Eva und Frankie fand ich auch total sympathisch. Ich freue mich schon auf die Bücher von ihnen. Und sie sind einfach auch total unterschiedlich. Also Paige ist so das absolute Organisationstalent und sie möchte alles wirklich selbst schaffen. Das ist natürlich durch ihre Vergangenheit bedingt, wo eben sehr viel für sie entschieden wurde, als sie krank war. Und jetzt möchte sie allen beweisen, dass sie auf eigenen Füßen steht, dass sie eigene Entscheidungen treffen kann, was aber zur Folge hat, dass sie eben auch nicht gerne Hilfe annimmt, selbst wenn vielleicht das angebracht wäre. Eva wiederum ist so die, die immer so rosa-rote Herzchen vor den Augen hat. Sie ist eine hervorragende Köchin und Bäckerin und sie glaubt einfach an die große Liebe, an Romantik und geht den beiden anderen Freundinnen auch ab und zu so ein bisschen auf die Nerven damit, weil sie sofort irgendwo die große Romanze vermutet, wo man einfach vielleicht nur mal Hallo zu irgendjemandem gesagt hat, zu einem männlichen Wesen.
was ich aber auch teilweise total witzig fand. Also, ja, warum nicht? Also, Romantik, das geht sehr unter und ich fand Evas Sichtweise teilweise wirklich erfrischend. Frankie wiederum ist das totale Gegenteil von Eva. Sie ist sehr in sich verschlossen, sie glaubt überhaupt nicht an die große Liebe und sie vertraut niemanden außer ihren beiden Freundinnen. Auch das hat Gründe, die die Autorin hier schon mal leicht andeutet, aber ich bin sicher, in dem Buch, was Frankie dann ja bekommt, wird es nochmal ganz ausführlich erklärt. Und was ich ja schon mal schön fand, ist, dass auch so zwischen Matt und Frankie so ein bisschen, also Matt war ja Pages Bruder, dass da vielleicht auch so, ja, so leichte Schwingungen vorhanden sind, aber dass beide kategorisch auch für sich sagen, okay, wir sind Freunde. Die Liebesgeschichte, ja, war relativ komplex, kann man sagen, weil Paige natürlich jetzt erstmal sehr, sehr viel damit zu tun hat, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, ihren Job wieder in den Griff zu bekommen und auf eigenen Beinen zu stehen. Und Jack wiederum hat seine eigenen Gründe, warum er sich von Paige fernhält. Auch das erklärt die Autorin dann relativ glaubhaft und gut, wie ich finde. Auch wenn es, ja, also ich fand es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ja, doch, ich konnte es schon verstehen, aber ja, so hundertprozentig hat es mich noch nicht so überzeugt, vor allem, weil er sich wirklich so vehement gegen seine Gefühle stellt. Es fiel mir ein bisschen schwer, auch wenn es die Autorin, wie gesagt, schon ausführlich erklärt hat. Das ist aber auch wirklich der einzige Minuspunkt. Also die Autorin, man merkt, dass sie anscheinend New York sehr liebt und Manhattan sehr liebt. Ich war selbst schon zweimal in New York und ich kann das absolut nachvollziehen. Also sie beschreibt das wirklich toll und man fühlt sich so, als wenn man selbst in New York wäre und das alles miterleben würde. Das Gleiche gilt, wie gesagt, vor allem für die Freundschaft zwischen Paige, Eva und Frankie. Die ist so nah und man fühlt sich, als wenn man selbst so die vierte Freundin wäre, die mit den dreien zusammen quatscht und Geheimnisse austauscht und einfach Spaß hat. Und die Liebesgeschichte ist natürlich ein wichtiger Teil der Geschichte. Sie schwingt auch immer mit, aber sie war halt eben nicht der Hauptbestandteil, so, wo der totale Fokus drauf gelegen hat. Und das hat mir tatsächlich in Schlaflos in Manhattan total gut gefallen. Also, ja, ich fand es einfach eine schöne Wohlfühlgeschichte mit einer süßen Love Story und wirklich tollen Protagonisten. Von daher vergebe ich für Schlaflos in Manhattan 4,5 Sterne, ein wirklich, wirklich schönes Buch. Zum Buch selber, es ist bei HarperCollins erschienen, kostet 9,99 €, aber ich verlinke euch das gerne unten nochmal. So, ich hoffe, dann konnte ich euch jetzt überzeugen, Schlaflos in Manhattan zu lesen. Ich fand es wirklich ein schönes Buch. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen habt, dann hinterlasst mir gerne Kommentare, bleibt als Abonnent da, was auch immer ihr möchtet. Sehr schön, dann vielen Dank und tschüss!